und herzlich willkommen bei IDEA TV. Als Gefangenen des Monats September haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die evangelische Nachrichtenagentur IDEA den christlichen YouTuber Mohamed Kacce aus Indonesien benannt. Sie rufen dazu auf, sich für ihn einzusetzen und für seine Freilassung zu beten. Der 56-Jährige wurde am 25. August 2021 auf der Insel Bali verhaftet, zwei Tage nachdem er in einem Videokommentar Kritik an der Person des islamischen Religionsstifters Mohammed geäußert hatte. Das Bezirksgericht im westjavanesischen Bezirk Siami verurteilte ihn am 6. April 2022 zu einer 10-jährigen Haftstrafe wegen Gotteslästerung. Kacce war früher ein frommer islamischer Geistlicher. Dann wechselte er zum christlichen Glauben und ließ sich taufen. Seither produziert er regelmäßig Videos, in denen er seine Abkehr vom Islam erläutert. Um Himmels Willen, so der Slogan des diesjährigen Landesposaunentags in Nürnberg. 101 Jahre Posaunenchöre in Bayern. Eine lange Zeit. Das Jubiläum wurde auch zum Anlass genommen, die Geschichte der Vereine zu beleuchten. Und da bleibt die Zeit des Nationalsozialismus nicht aus. Wir haben uns zu diesem Thema mit dem Zeitzeugen Gotthard Breiser unterhalten. Auch die Mitglieder der Posaunenchöre waren damals gespalten. Und so gab es drei Gruppen. Die einen, die begeisterte Nazis waren, die anderen, die einfach ihre Arbeit gemacht haben und haben mitgemacht, was gefordert wurde. Und die wenigen, die gleich gespürt haben, da stimmt doch was nicht und in Widerstand gegangen sind. Aber für die hat man dann die KZs gebaut als Umerziehungsstationen. Und so war auch der Posaunenchorverband durchsetzt von Nazis und Gegnern. Auch die führenden Personen der evangelisch-landeskirchlichen Posaunenchorbewegung mussten sich zu den Machthabern positionieren. Peinlicher Punkt, denn gerade die zwei leitenden Figuren damals, der Adolf Müller, der die erste Posaunenchorschule rausgegeben hat, und der Johannes Kuhlow, der von dem das Kuhlow-Horn ist und auch der erste Notenband, Kuhlow-Band, waren begeisterte Nazis. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.